Vor zwei Wochen habe ich schon einmal eine Mystery Box von den Card Buddies aufgemacht und ich war sehr zufrieden mit dem, was da drin war. Deswegen machen wir heute noch eine auf. Was geht ab, meine Zuschauer? Und willkommen zu einem neuen TCG-Opening auf diesem Kanal. Wir switchen die Perspektive. Ich bin hier wieder in der Aufnahmesession. Das erste Mystery Box-Video habe ich literally gerade eben erst abgedreht. Aber egal, wir machen heute noch eine auf. Mystery Box, deutsche Edition im Wert von 60 Euro. Card Buddies. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Hashtag Schere für Lord Espeon in die Kommentare, bitte. Guckt euch das mal an. Diesmal sind wirklich ganz andere Produkte drin. Wir haben hier als erstes wieder ein Einzelbooster von Karmesin und Purpur auf Deutsch. Das heißt, falls wir hier was ziehen, das zum Masterset dienlich wäre, ich kann es sogar reinnehmen. Außerdem ein Einzelbooster Fusionsangriff. Das legen wir hier schon mal zur Seite. Dann haben wir hier eine Galagladi wie Tinbox, die ich ja ganz nice eigentlich finde. Aber wir werden mit was anderem starten. Und zwar haben wir hier ein Pre-Release-Kit von Silberne Sturmwinde. Why not? Nehmen wir mit, wenn wir es aufkriegen. Welche Promo würde ich denn ziehen wollen? Welche Pre-Release-Promo? Ich glaube, Sonnenflora wäre ganz lustig. Schon allein wegen dem Meme. Das wäre lustig. Brauche ich noch irgendwas aus Silberne Sturmwinde? Ja, Lugia Vista Rainbow brauche ich. Wir haben... Sonnenflora! Finde ich gut. Packen wir mal zur Seite. Haben natürlich die üblichen vier Booster aus Silberne Sturmwinde. Und ich finde das auch cool, weil jetzt habe ich halt direkt mal zwei hintereinander aufgemacht und kann auch sagen, dass wirklich Variation drin ist. Ja. Und dann können wir reingehen. Wir haben dann insgesamt, hier sind vier, da sind vier. Wir haben insgesamt 10 Booster, die wir heute aufmachen, aus mindestens 4 verschiedenen Reihen. Und das ist schon echt nice. So, okay, hier war das, hier muss ich den, ja, so ist es richtig, den Code by the Side legen. Silberner Sturmwind hat mir wirklich viel gegönnt. Da kann ich ganz entspannt reingehen. Ich weiß, ich brauche noch Lugia Vista Rainbow, aber naja, egal. Wir haben Vulnona, Blättriger Tarnponcho, Sabayone, Tarnpignon und Sankabu, Relikant, Resladero, Geronimatz, strahlende Simsala, nice. Gleich der erste Hit für heute und ein Terrakium in Holo. Sehr, sehr cool. Also gleich das erste Booster trumpfte mit einem richtig guten Hit auf. Und ich muss auch sagen, für die ganzen Videos, die ich hier heute aufgenommen habe, definitiv guter Stuff dabei. Definitiv guter Stuff dabei. Eieiei, 1, 2, 3, 4. Ob die jetzt spielbar wäre in dem Deck, keine Ahnung. Da kenne ich mich nicht aus. Wir haben Blattenergie. Frieda, Megalon, Notfall, Gilly, Lilminip, Pikachu, Fukano, Phanpy, Flamiao, Uhafnir und Phoenixes. Leider kein Hit. Wir haben Alola Vulpix in Full Art. Wo ich gerade das Artwork hier sehe. Das wäre auch definitiv ein Hit, den mich zu ziehen noch sehr erfreuen würde. Genauso wie die Serpi Royal Character Secret Rare. Die muss ich auch noch haben. Wir haben einmal Blitzenergie, V-Schutzenergie, Hypno, Kramchef, Tarnheel, Glibunkel, Monozyto, Zubat, Pygraulon, Gasteller und Regidrago V. Nicht schlecht. Also ich sag's euch, es sind jetzt nicht so die krassen Big Banger heute bisher dabei gewesen. Doch, einer. Ich bin bisher wirklich sehr zufrieden mit diesen Boxen, weil da halt die Produktvielfalt, dass man halt nicht weiß, was man kriegt. Das ist schon irgendwie cool. Wir haben eine Energie. Anorith, wir haben Psyaugon, Firnontor, Tarnpignon, Sankabu, Relikant, Resladero, Togedemaru, wir haben Dönten und Vulpix Vista. Knapp vorbei. Ganz knapp vorbei.
Ah, die Full Art, die hätte ich gerne gehabt. Okay, wir gehen in die beiden Einzelbooster rein. Wir fangen mit Fusionsangriff an. Ey, jetzt Psyana V-Max Altart nochmal. Ich raste aus. Haltet euch schon mal die Ohren zu. 3, 4. Gut. Wir haben eine Unlichtenergie. Tortonator, Gufa. Wir haben Schülerin Hydropi, Sandan, Kupfanti, Bämon, Snom, Inferno-Pod und Hydragil. Okay, da war jetzt kein Psyana wie Max Altart drin, aber das habe ich auch nicht wirklich geglaubt. So, wir kommen zu Karmesin und Purpur. Jetzt ein Hit fürs Master Set. Das wäre krass. So eine Illustration Rare, die ich noch nicht habe. Oder, keine Ahnung, irgendwie ein Big Pull oder so. Wir haben Fleckmon, Voltrill, Sengo, Glibunkel, Beulenhelm, Mastifioso, Mimi, Servul, Friedwurf, Klavion und nichts. Wir gehen ohne Schere in diese Tinbox rein. Wir haben ein Galagladi wie Promokarte, den Box-exklusiven Promocode, den ihr euch gerne wegsnacken dürft. Und dann haben wir hier Boosters. Okay, die sind ein bisschen down, die Booster. Wir haben zweimal verlorener Ursprung, schaurige Herrschaft und Kampfstile. Verlorener Ursprung hat für mich so ein bisschen den Reiz verloren, weil ich einfach da die wertvollste Karte aus dem Set gezogen habe. Und dementsprechend ist natürlich der Reiz nicht mehr so gegeben da. Wir haben, okay, ich sehe, wir haben definitiv einen Hit. Wir haben eine V-Karte, ja vielleicht. Fermicula, Luxio, Energie, Quabbel, Salanga, wir haben Charmian, Floink, Praktibalk, Connys Fokus und Despota V. Das ist der Tag der V-Karten heute. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so viele V-Karten an einem Tag gezogen wie heute. Am heutigen Aufnahmetag mit allen den Videos, die ihr auch schon in der letzten Zeit so gesehen habt. Wir haben Schaurige Herrschaft. Gehen rein. Schaurige Herrschaft. Eine Karte, die ich unbedingt noch ziehen würde. Neben den Goldkarten, die ich nicht gekriegt habe, Nebelkristall Secret Rare. Die würde ich definitiv und ganz safe behalten. Komm, wir haben eine Pflanzenenergie. Kokuna, Vati, Primano, Golbit, Ladybar. Wir haben Formeo, nochmal Formeo. Wir haben Makabaya, die Ärztin und... Jo, wir haben noch eine Rainbow, die Flavia! Waifu for Laifu, ey, ich sag's euch, Leute. Jawoll! Was ein geiler Abschluss, ey. Es ist noch nicht ganz der Abschluss, aber richtig cool. Der schläft einfach. Der lässt sich durch mein Geschrei auch nicht mehr aufwecken. So, komm, Niklas, extra. Hier deine OG-Reihe, mit der ich mich leider schon gespoilt habe, verdammt. Dass die das mit den Codes und wie rum die drin sind, irgendwie tausendmal abgeendet haben. Wozu? Aber Character Rare kann ja hier noch sein. Wir haben Unlichtenergie, Seemon, Rizeros, Roserade, Fritzelblitz, Nebulak, Vitora, Kramux, Wampel, Vishu und Yugong. Last Pack Magic. Ich glaube sogar, ja, Last Pack Magic für den Mai. Am Donnerstag, das nächste Video gehört schon bereits in den Juni. Nein, nicht spoilen. So, sehr gut. Mich nicht gespoilt. 2, 3, 4. So, jetzt nochmal Giratina, alter Art. Genau, das wär's noch. Wir haben eine Wasserenergie. Relikant. Dyson! Schaloko, Quapsel, Myrapla, Fukano, Samurzel, Schneckmark. Griffel und leider nichts, aber ist egal. Ah, diese zweite Mystery Box war, glaube ich, insgesamt war die nicht so stark oder war die vergleichbar stark, aber sie hatte eine Secret Rare drin und deswegen würde ich sie trotzdem ein bisschen höher setzen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne Daumen hoch da lassen, abonniert den Kanal für mehr kostenlos Pokémon-Content. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.